Krieg in der Ukraine gewöhnen, müsse endlich mehr gegen Putin tun. Große Worte und Sanktionen alleine würden nichts bewirken. Sie haben es nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutrünstigen Monster. Putin ist der Anführer einer organisierten kriminellen Bande. Sie müssen herausfinden, wo sich die mafiösen Verbündeten hier in ihren Ländern aufhalten, die Anwälte und Finanziers, die Putin und seinen Freunden helfen, Geld zu verstecken.